Guten Morgen, meine Lieben. Das absolute Chaos hier. Die letzten Vorbereitungen fürs Weihnachtsfest. Ich sehe aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Ich habe heute tatsächlich noch einen Friseurtermin ergattert, aber ich wollte euch wieder eine kleine Runde mitnehmen, eben jetzt hier bei den letzten Vorbereitungen. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr, wenn ihr dieses Video seht, ein wunderschönes Weihnachtsfest hattet. Oder noch habt. Mal schauen, wann ich es online stelle. Ich habe auf jeden Fall hier noch einiges vor, wie man sehen kann. Hier drüben sind auch noch die Ballons von Liams Geburtstag, den wir leider absagen mussten. Wir haben den intern jetzt hier nur so als Familie ein bisschen gefeiert. Also wir haben nur den Kuchen angeschnitten, den hatte ich bestellt, weil ich ja Gäste eingeladen hatte. Die Jungs wollten ihn dann hochleben lassen, aber ja, er ist natürlich dann direkt danach wieder aufs Sofa, denn er hatte über eine Woche 40 Fieber. An dem Tag ging es dann Gott sei Dank, nachdem ich ihm dann auch den Fiebersaft und Wadenwickel gemacht bzw. gegeben habe. Die Sequenzen blende ich euch jetzt gleich hier im Anschluss ein. Das wollte ich sagen. Hier ist auch die kleine feine Bella. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich auf meinen Friseurtermin übrigens. Zottelbär ist da und ja, ich würde sagen, los geht's. Der Max gekommen. Ich ziehe mich jetzt aber erstmal um. Ich brauche was Gemütliches. Ich habe ungefähr ein Viertelstunden Zeit, um mich jetzt um die Geschenke zu kümmern. Hoffentlich reicht das. Vielleicht hilft mir ja der Max, ne? Mal schauen. Also hier ist auf jeden Fall wirklich gefühlt Land unter. Also das ist natürlich lang nicht alles. Das habe ich für unsere Nachbarn gekauft. Die sind total lieb. Und sind auch die Lehrer unserer Kinder, wisst ihr ja. Da wollte ich was Besonderes. Da war ich im Feinkostladen und habe ihnen Spezialitäten aus Apulien gekauft. Ja, ich hoffe, dass sie sich freuen. Und unseren Tannenbaum zeige ich euch natürlich im Anschluss auch. Leider hängt da schon die Flügel. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe den sofort aufgestellt, nachdem wir ihn geholt haben. Den soll man eigentlich noch eine Weile draußen stehen lassen, so wie ich das jetzt nachgelesen habe. Hier ist es dann doch ein Ticken zu warm. Aber gut, so ist es. Der Max rennt weg. Also, ich muss erstmal Platz machen, ne? Kannst du mal... Ups! Ich muss mal meine Lampe. Ach, ich wollte was essen. Hier, kannst du mir helfen? Tschüss. Hallo! Oh. Warum hast du deine Jacke an? Also. Wir haben freie Heizung. Habt ihr jetzt noch was zum Einpacken? Ja, dann Gas. Es gibt nur ein Gas. Vollgas, Max. Mein Geschenk. Okay. Das soll ich einpacken. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Wie kann man nur so frech sein wie du, ey? Bist du so frech? Was willst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ja, Geld und Macht. Also Geld habe ich nicht. Jetzt mal hier. Mann, ruhig, ne? So viel Geld habe ich selbst. Habe ich selbst gemacht mit Wachs. Wollt mal was Besonderes. Das ist mir nicht so gelungen, aber auf Insta hatte ich euch da eine kleine Inspiration online gestellt. Hab dann natürlich nur das gezeigt, was einigermaßen gelungen ist. Den Pulli hat der Max für den Liam gekauft. Finde ich total süß. Der steht nämlich auf Minecraft. Süß. We'll be right back.
incontro sempre donne mature che hanno una loro vita precedente e spesso mi ritrovo a essere il riempio i vuoti, anziani hanno un lavoro e quindi spesso mi trovo a uscire con loro ogni giovedì, ogni weekend uno sì, uno no. Scoprire sono single. Schaut mal, draußen ist es schon wieder dunkel. Das Teil hier ist runtergeflogen, weil es vorhin so windig war und ich muss noch so unfassbar viel einpacken. Ich habe gar keine Lust mehr. Das habe ich jetzt noch eingepackt. Das hatte ich euch ja gezeigt. Da habe ich jetzt noch eine schöne Karte geschrieben. Das habe ich alles zurechtgemacht. Für Liams Kumpels ist das. Dann habe ich noch was für mein Patenkind. Für Gianlucas Freundin habe ich noch was eingepackt. Ey Leute, ich habe keinen Bock mehr einzupacken. Und da unten sind, glaube ich, auch noch Pakete. Soweit ich das gesehen habe. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Wir haben gerade dem Postboten das Geschenk gegeben. Und dann hat er Max noch sagen wollen, keine Sorge, die Pakete waren nicht alle von mir, weil ich habe halt auch Max mit drauf geschrieben. Ne? Hast aber dann doch nichts gesagt. Du hast schon auch einiges bestellt. Okay. Doch, hast du. Ah, der ist voll lieb, unser Postbote. Ja, das ist jetzt noch für meine Freundin. Da habe ich einen schönen Brief geschrieben, beziehungsweise da ist ein Gutschein drin. Hat man mich jetzt gar nicht gesehen, ne? Ja, also ich finde das total schön. Vor allem, das ist nicht so weihnachtlich, das ist ja fürs ganze Jahr einsetzbar. Keine Sorge, keine bezahlte Werbung, ne? So, ich packe jetzt weiter ein. Der Max, der chillt hier mal wieder seine Base. Na, yo, könntest ja auch mal ein bisschen mithelfen. Hat er keinen Bock. Okay, also ich muss weitermachen. Hier sieht es aus wie die Sau. Oh, und da ist er, der Tannenbaum, der seine Flügel hängt. Sieht man ganz deutlich, ne? Oh Gott. Sieht dieses Jahr echt nicht so fresh aus. Hier sind jetzt schon ein paar Geschenke. Das hat mir eine Zuschauerin geschickt. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, was das bedeutet. Sie hat direkt zwei geschickt, denn sie dachte, das eine Paket wäre abhanden gekommen. 3 Wochen hat es gebraucht und das zweite Paket dann nur 2 Tage. Aber gut, ich meine, die Post hat halt auch wirklich unfassbar viel zu tun zu dieser Jahreszeit. Jawohl, also so sieht das jetzt hier aus. Da hinten, das kann ich euch auch noch zeigen, auch richtig süß. Das kam gestern an. Da wird sich der Liam so sehr drüber freuen. Da ist auch noch eine Brotbox. Ich versuche es euch zu zeigen, ohne dass der Tannenbaum sich komplett abschält. Das ist unglaublich, echt, wie es hier aussieht. Schaut mal auf dem Boden. Das muss ich alles noch sauber machen, ne? Ist klar. Aber schaut mal bitte, wie cool diese Box aussieht. Hat er von Nintendo zugeschickt bekommen. Und schaut, wenn ich so mache, ja, dann verabschiedet er sich. Schade, schade Schokolade, ne? Aber gut, so ist es. Der Duft ist noch da und das ist ja das, was ich auch so sehr liebe. Hier hinten stehen noch ein paar Sachen. Kalender und so weiter habe ich noch gar nicht aufgemacht. Der Max hat sein Geschenk schon aufgemacht. Der kleine Schlingel, der hat sich ein Kopfkissen gewünscht und hat es dann eben schon gebraucht. So, werde ich aber trotzdem einpacken, sag ich ihm. Max, ich packe das ein, das packst du dann an Weihnachten aus. Kriegst eh nichts mehr. Der sitzt da drüben. So, okay, also ich mache mal weiter. Thank you.
Okay, du kannst es auch. Ich dachte, wir machen jetzt Geschenke auf. Genau. Wie gucke ich denn? Hm. Doch, keine Geschenke aufmachen scheinbar. Keine Geschenke, Max? Oh, ich hatte... Okay. Danke fürs Gespräch. Spielst du mit deinen Brüdern? Du weißt doch gar nicht, wie das geht. Doch. Echt? So, und jetzt werden die Geschenke ausgepackt. Ihr wisst, dass wir dazu immer ein Spiel spielen, damit die Pakete nicht einfach alle gemeinsam aufgerissen werden, sondern dass jeder eben sein Paket bekommt und alle zuschauen und sich eben erfreuen an dem, was derjenige bekommt. Hey, Sano! Und hier ein weiteres Ritual. Und zwar gehen wir immer, wirklich jedes Jahr, am 25. eben zu Weihnachten bowlen. Mit der kompletten Familie, als wir in Italien waren, sind wir dort dann eben ins Bowling Center gegangen. Und in diesem Jahr sind wir ja in Deutschland, wie man sieht. Und die Jungs hatten wirklich sehr viel Spaß. Ich bin Max. Seht ihr jetzt, was ich am 26. zubereitet habe. Wir hatten Besuch, es war ein richtig schöner Tag. Es gab Raclette, ich liebe es. Mein Mann mag das nicht so gerne. Ich hatte aber noch Parmigiana und es gab noch ganz viele andere Leckereien, unter anderem eben auch Schweineländchen für die Jungs. Und am 27. sind wir dann Schlittschuhlaufen gewesen, auch wieder hier mit der kompletten Familie. Auch das ist ein Ritual und der Liam, der hatte auch richtig viel Spaß. Und hast du Spaß? Ja? Ja, der geht jetzt da durch, genau. Mein Geschenk kam jetzt ein paar Tage später an. Danke, Max. Ist von Max. Wollt ihr das sehen? Sieh mal bitte, Max. Schauen wir mal. Okay, machen wir es halt zusammen auf. So. Du möchtest mir auch helfen? So, habe ich mir nämlich gewünscht. Habe ich Max ein Bild geschickt? Tada! Für die Badewanne. Ui. Ist das schön, Liam? Können wir dann baden zusammen, damit die Mama nicht untergeht? Danke, Max. Das ist voll groß. Ja, ist groß. Genau, den kannst du nehmen. Den da. Magst du den? Ja. Okay, dann bitteschön. Warte, ich stelle meine Tasche rein. Wir brauchen keinen großen, Schatz. Die großen sind weg. Ja. So, jetzt haben wir alles gekauft. Räumst du den Wagen auf, mein Schatz? Danke. Ist lieb von dir. Gibst du Mama die Hand? Das ist aber lieb von dir. So, jetzt gehen wir nach Hause. Hier seht ihr jetzt das Papier, wie es eigentlich aussehen sollte mit der Verzierung. Ich habe es euch auf Instagram, wie gesagt, hochgeladen, also ein Reel dazu. Mir gefällt es total gut. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch nur das Allerbeste, vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann, meine Lieben. Ciao.